guck mal hier. Hier vorne ist ein verfettigter Vollfettelefant. Wir sind gerade dabei, zu diesem Bürgerpark hinzulaufen. Und guck mal hier. Hier vorne ist dieser Hotel. Da drüben spritzt es rum. Da kommt Wasser und sonstige Flüssigkeiten raus. Wenn ich ganz stark schielen tue, dann, und dann mein Gehirn betrachte, dann sehe ich da ganz viele Schimmelpilze. Die schimmeln da rum und das ätzt da weg und so, weil das immer weiter schimmelt. Das ist voll geil. Hier vorne ist ein Fluss und da hinter diesen Bäumen, da schwimmt was rum. Das ist richtig geil. Ja. Introvertiertes Rind gefunden. Rind mit introvertiert dran. Introvertiertes Rind gefunden. Introvertiertes Rind gefunden. Guck mal, dieser Rind mit introvertiert dran. Der hat gerade ein bisschen Scheiße geleckt, was da unten so rumliegt. Ich weiß zwar nicht, warum der das gemacht hat, aber ich war mit der Kamera zu spät dran. Guck mal, hier vorne ist eine urinfarbige Sonnenbank. Und diese Sonnenbank, die ist dauerhaft hier unterm Schatten wegen diesem Scheißbaum. Der Baum ist im Weg, der ist genau falsch gewachsen. Das ist voll scheiße, das ist unlogisch mit der Sonnenbank. Das ist voll versifft. Guckt euch mal diese verfettigten Schweine hier vorne an. Die sind so richtig verfettigt und fettig und fett. Die haben ganz viel Fett dran und sowas. Prüfen war mir so ein Schwein hier im Wald begegnet und mich frisst. Der ist richtig geil fett. Das sind richtige verfettigte Vollfettschweine mit Fett dran. Guckt euch mal diese ganzen verfettigten, voll fett Hühnerköpfen an, die so richtig fett sind. Und weiß und spermafarbend. Die hier, die sind noch zu klein dafür. Aber irgendwann, wenn die groß und fett werden, so richtig stark und fett, dann werden die meine Bartfrisur tragen. Ziegen, eins meiner Lieblingstiere. Guck mal, da drüben sind Pferde in Größe S. Guck mal, hier vorne ist diese Straßenbahn. Ich werde davon belästigt. Oh, wir fahren gerade eine Kurve. Kurve. Guck mal, hier vorne ist dieser Bremer Spuckstein. Rollt ein Kopf um die Ecke und fällt um. Guckt euch mal diese Statue an, wo ein Mensch auf Kühen reitet. Und hier vorne ist auch eine Statue, wo ein Mensch auf eine Kuh reitet. Also auf das letzte Rind. Der hat doch nicht mal Euter dran. Guckt euch mal an, wie veraltet dieser Rathaus hier vorne aussieht. Der sieht so richtig alt aus. Also so richtig mit veraltet und sowas dran. Und diese Kirche hier vorne auch. Und da hinten auch. Guck mal hier. Hier vorne sind diese Tiere, die hier so steif rumstehen. Mittlerweile sieht die Schuldentafel von Bremen genau so aus. Bremen hatte über 22 Milliarden Euro Schulden. Und der persönliche Anteil ist 88.888. Das sieht man, glaube ich, nur noch ein einziges Mal. Und danach wird das wird die Zahl wahrscheinlich anders sein. Das ist die längste Straße von Bremen. Prüfen, ob ich da jetzt mit dem Wagen durchpasse. Ja. Oh, gerade so, gerade so, aber wirklich Zentimeter genau. Ich hab's geschafft. Riecht hier nach vollgeschissener Windel. Guckt euch mal diese Katze hier vorne an. Guckt euch diese Katze hier vorne an. Guckt euch diesen trüben Becken hier vorne an. Da sind sogar Fische drin. Und guckt euch dieses Becken hier vorne an. Da sind keine Fische drin. Aber dieser Becken ist sauberer. Hier ist grünes Licht. Und wir laufen jetzt zur nächsten Mühle oder wie das heißt. Guck mal hier. Hier vorne ist eine Vollfettmühle. Was war genau da? Das ist eine Vollfettmühle. Also eine Mühle mit Vollfett dran. Das ist richtig geil. Die kann ich empfehlen. Die muss man mit Augen angucken. Aber da ist zu viel wenig zum Wind dran. Als ich einen Körper vom Storch gemacht habe, dann habe ich mir danach jeden Tag in die Hosen geschissen. Das habe ich regelmäßig gemacht, das ist meine Wahrheit. Der Kerl kann furzen, es stinkt jetzt nämlich, seitdem der runtergefallen ist. Boah, das sind diese Viecher hier widerlich. Hier sind überall Insekten hier an diesen Straßenbahnen oder wie das heißt. Guck mal, wir laufen jetzt über die Weserwehr drüber lang. Und diese blauen Dinger, die leuchten nachts blau. Hier vorne fällt Wasser runter. Das ist richtig geil. Und an diesem Rohr da vorne, da ist eigentlich Dampfwurm drauf, aber heute ist kein Dampfwurm drauf, weil heute ist gutes Wetter. Deswegen ist das so richtig geil hier gerade.
Der hat die beste Musik der Welt gerade gehört, glaube ich. Guck mal hier, ich bin ein Milchgesicht mit Ziegenbart dran. Guck mal hier, wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Das ist direkt neben diesem See hier vorne. Prüft, ob nach 12 Minuten dann ein Festmahl wird. So, Fressen ist fertig. Also ich würde sagen, es gibt bessere Fertiggerichte als das hier. Das Wetter ist heute voll cool. Der Koffein ist fertig. Das blubbert genauso wie mein Gehirn. Also diese Eiterpickel, die an meinem Gehirn rumwachsen. Also in meinem verschimmelten Gehirn, genau. Ja, Kaffee draußen in der Natur zu saufen ist geil. Und das ist ein richtig geiler italienischer Koffein. Mein Bruder, der kocht jetzt mit Wasserdampf. Du sollst ganz viel fressen, damit du stark und fett wirst. Diese Wespen, die müssen weg. Die nerven mich. Ich mag mich, wenn die irgendwie an mein Gesicht rumfliegen. Die sind richtig nervig. Der muss weg. Die Wespe muss weg. Mann, wie lange nervt er mich schon? Nein, ihr Fresse. Die ganze Zeit ins Gesicht und sowas. Das ist richtig nervig. Dabei, so viele Menschen, die an uns vorbeifahren, zu belästigen und zu nerven und sowas. Es wird immer und immer weiter genervt, den ganzen Weg bis zum nächsten Dönerladen. Und die Musik habe ich immer noch selber gemacht, von meinem eigenen Kopf erdacht, genau. Ich habe davon damals eine Abmahnung bekommen, weil wir diese Musik aufgenommen haben. Das war voll scheiße gewesen, aber trotzdem hat sich das gelohnt, glaube ich. Ich bin ein Waschlappen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin ein Waschlappen und das ist richtig geil. Wenn ich mein Gehirn dann irgendwie so durch die Gegend so waschen kann. Also so ein richtig der letzte Waschlappen. Genau.